Ich bin der Schlüsselmacher. Aber ich mache nicht einfach nur Schlüssel. Ich verschaffe dir Zugang zu den besten Geschichten der Welt. Denn meine Schlüssel bringen dich überall hin und können alles mit dir machen. Ist der hier für dich? Unlock great stories. Canal Plus. Stream großartige europäische Serien und Filme. Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Einmal hier zu meinen In-Real-Life-Besuchern, die es geschafft haben, hier heute Morgen um 10 Uhr an diesem wundervollen Vortrag teilzunehmen. Und natürlich auch ganz liebe Grüße in die virtuelle Welt nach draußen. Freue mich sehr, dass ihr es geschafft habt. Mein Name ist Philipp Köhn, ich bin Co-Founder und CXO der 12x12 und ich möchte heute mit euch über die Zukunft der Musik sprechen und was Web3 und das Metaverse für Musik bedeutet. Dann fangen wir mal an. Ich glaube erstmal, um ganz kurz, bevor ich loslege, mache ich noch einen kleinen Disclaimer. Das Web3 und Metaverse ist natürlich ein großes Thema für die Zukunft. Da gibt es viele unterschiedliche Meinungen und viele unterschiedliche Interpretationen auch. Wir haben uns das sehr intensiv und im Detail und in der Tiefe angeguckt. Und was ich euch heute erzähle, ist das, was wir sozusagen davon verstehen. Wir verstehen unsere Aufgabe auch so ein bisschen darin, das Web3 und Metaverse und die ganzen Themen auch um NFT herum so ein bisschen zu vereinfachen und irgendwie zugänglicher zu machen für die Masse. Das bedeutet natürlich, dass ich auch heute, ich sag mal, in einem gewissen hohen Level und auch der Einfachheit halber sehr pragmatisch über die Themen sprechen werde. Was vielleicht dann im Detail nicht unbedingt bedeutet, das kann dann vielleicht im Detail nicht jedem Use Case auch gerecht werden. Ja? Verzeiht mir das bitte. Ich versuche es ein bisschen kurz zu halten. Ich würde mich natürlich freuen, weil es immer viele Themen gibt, auch darüber zu sprechen, wenn ein bisschen Zeit noch zu haben für Q&A. Und wenn ihr auch Interesse habt, euch selber nochmal einzulesen in die Themen, wir haben natürlich viel Research gemacht, wir kennen eine Menge toller Research Papers und Essays und so, da könnt ihr dann gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, könnt ihr den Code gerne scannen, könnt auf mich auf LinkedIn einfach kontaktieren. I'm always happy to talk. Gut. Ich gebe euch nochmal 3 Sekunden, falls jemand am Screen in der virtuellen Welt noch unterwegs ist. Und dann legen wir auch los. Ich glaube, als Einstieg möchte ich einmal ganz kurz und ganz high level nur kurz erklären, was ist eigentlich Web3? Ja? Und wo kommt das eigentlich her? Ich mache es ganz einfach. Web1 ist eigentlich der Anfang des Internets gewesen. Wir nennen das immer so ein bisschen auch die Zeit der gelben Seiten. Ja, das bedeutet, ich bin einfach online gegangen, bin in der Lage gewesen, mir Informationen zu holen. Das war alles schön dezentral verteilt auf möglichst vielen unterschiedlichen Homepages. Wenn wir uns Web2 angucken, das ist eigentlich das Internet, so wie wir das heute kennen. Ich bin in der Lage, Inhalte aufzunehmen. Ich bin aber auch in der Lage zu schreiben. Ja, wir alle kennen das Thema aus den sozialen Medien, dass wir alle in der Lage sind, auch unsere Meinung kundzugeben als Individuum. Das hat aber auch dazu geführt, dass viele Themen, weil es da zentrale Anbieter gibt und Plattformen, ob das jetzt Meta ist oder andere Plattformen, die natürlich dafür gesorgt haben, dass alle diese Inhalte auch sehr zentral sozusagen nur zur Verfügung stehen und auch nur über einen jeweiligen Account eigentlich zur Verfügung stehen. Ja? Und all die Inhalte, die ich dort auch produziere, die sind alle gebunden an die Plattformen. Ja? Jetzt gibt es natürlich viele, viele Menschen, ich glaube, das ist so das, was wir im Web 2 noch unter Influencern verstehen und in Web 3 vielleicht in Richtung Creator geht, so wie wir das verstehen, sind das natürlich viele Leute, die als Individuum mit ihrer Kreativität Geld verdienen. Ja? Und das tun die auf diesen Plattformen. Und da gibt es eine Bewegung und das ist auch einer der Treiber, die uns eigentlich in das Web 3 führt, nämlich, dass das Individuum tatsächlich wirklich Ownership haben möchte über die Inhalte, die es selber produziert, über die Follower, die es hat, über die Daten, die es produziert und möchte natürlich auch in der Lage sein, diese Daten, diese Inhalte auch von Ort zu Ort mit sich selber zu transportieren, plattformunabhängig. Und das ist eigentlich das Thema der Web3, hier wirklich in der Lage zu sein, digitales Eigentum zu besitzen und das auch wirklich an sich persönlich zu binden.
Ja, das heißt Digital Ownership, ganz großes Thema für uns heute, einer der großen Treiber der Web3-Bewegung. Warum ist das so toll? Ein kleiner Ausblick, natürlich, weil ich auch als Creator oder als Musiker in dem Sinne in der Lage bin, wirklich digitale Inhalte begrenzt, exklusiv einzelnen Personen zur Verfügung zu stellen und dieser Person dieses Eigentum wirklich zu übergeben. Da kommt ein Zertifikat mit dazu, ich kann das nachlegen, das ist dann die Hilfe der Blockchain, die mir hilft, das wirklich zweifelsfrei nachzuweisen und bin dann in der Lage, über diese Inhalte auch wirklich volle Kontrolle zu haben, die weiter zu verkaufen, an Wertsteigerungen zu partizipieren, etc. Wenn wir uns ganz kurz übergreifend angucken, wie sieht so ein NFT eigentlich aus, dann gibt es für uns, so wie wir das sehen, eigentlich drei unterschiedliche inhaltliche Komponenten. Das eine ist wirklich einfach Content, so wie wir das sehen. Das ist alles, was so Media-Content ist. Das bedeutet, das könnte ein Film sein, das kann ein Bild sein, digital, aber auch in Real Life. Es könnte ein Gemälde sein, das ich sozusagen mit dort reinpacke. Das können aber auch Audio-Tracks sein, ne? Das können Samples sein, das können Stamps sein, was auch immer ich sozusagen reinpacken möchte. NFT ist hier wirklich nur der Container dafür. Utility, vielleicht haben es einige von euch schon gehört, großes Thema in der Web3-Welt. Hier geht es darum, dass ich dem NFT oder dem Besitzer von diesem NFT tatsächlich Funktionalität mitgeben kann. Ja, das bedeutet, wenn ich zum Beispiel Besitzer dieses NFTs bin, bekomme ich einen Rabatt auf einen zusätzlichen Verkauf. Bin ich Empfänger eines zusätzlichen Free Releases, eines exklusiven Remixes? Bekomme ich Zugang zu einer gewissen Community? Bekomme ich VIP-Zugang zu dem nächsten Konzert, wenn ich mir da ein Ticket kaufe. Ja, da gibt es also ganz, ganz viele schöne Add-ons, die ich mit dazu packen kann, die auch wieder natürlich in der virtuellen Welt sein können. Das heißt, ich habe vielleicht einen exklusiven Zugang zu irgendeinem Video, das es gibt, aber könnte auch in der Real Life natürlich sein. Das heißt, exklusiver Zugang zu einem gewissen Bereich in einem Festivalgelände oder einfach ein Konzertticket. Interessant noch hier auf der rechten Seite vielleicht das Thema Rechte. Natürlich kann ich in dem NFT auch Rechte mit verpacken. Das bedeutet, das könnten Anteile sein. Also ich sage jetzt zum Beispiel Anteile an zukünftigen Erlösströmen wie Royalties. Ich kann hier natürlich auch die Freiheiten mitgeben, wie kann ich diese Inhalte benutzen, was darf ich damit machen, darf ich die kommerziell nutzen, darf ich die nicht kommerziell nutzen und natürlich kann ich auch Rechte weitergeben, was darf ich damit machen, wenn ich jetzt zum Beispiel über Stamps rede, darf ich da einen Remix mitmachen, was passiert dann damit, ne? Das sind alles Sachen, die kann ich in so einem NFT integrieren. Und dann links oben seht ihr das schöne Thema Legal Terms. Ja, natürlich gibt es dazu eine vertragliche Einigung zwischen Geber und Nehmer des NFTs, wo ich natürlich alles, was in dieser Kaufbeziehung geregelt wird. Ganz kurz, wenn wir uns einmal die Web3-Architektur angucken, ich habe das jetzt auch wieder hier ganz stark simplifiziert, dann sehen wir oben das Metaverse. Ja, das Metaverse, da bewegen wir uns alle mit unseren Avataren, das haben vielleicht die meisten von euch auch schon gehört, bewegen wir uns als Avatare. Dahinter steckt natürlich doch trotzdem das lebende Individuum und dieses Individuum besitzt ein Wallet, das wiederum auf der Blockchain aufgesetzt ist, wo drin ich diese NFTs halte. Ja, und dann auch in der Lage bin, tatsächlich von Wallet zu Wallet, also von mir zu ihr, von ihr zu ihm, von Brand zu User, von Artist zu Fan, von Label zu Artist, wie auch immer ich das möchte, in der Lage bin, NFTs zu tauschen, zu verkaufen und zu vergeben. Ja, das alles aber direkt von Wallet zu Wallet. Ich glaube, die wichtige Aussage hier für uns ist, Metaverse oben ist tatsächlich die Bühne, wo Web3 stattfinden wird. Ja. Da muss man sich vielleicht vorstellen, das ist eine riesige freie Fläche, die entsteht und die braucht natürlich Inhalte, sowohl visuelle, aber natürlich auch Audioinhalte, um bespielt zu werden. Deswegen natürlich ist das Metaverse oben als Bühne eine riesige Chance für die Musikindustrie, ja, weil es muss einfach befüllt werden. Aber die Blockchain unten als Web3-Technologie ist tatsächlich das Fundament, auf dem dann die Teilnehmer des Metaverse in der Lage sind, miteinander zu agieren. Und zwar nicht nur in der Kommunikation, sondern auch kommerziell. Ja? Ohne, dass es dafür große zentralistische Organisationen, Institutionen braucht, die daran mitverdienen möchten oder müssen. Genau, also das Metaverse, eine Tabula Rasa, ja? Eine große weiße Tafel mit einer riesigen Anzahl an Möglichkeiten für das Metaverse.
Wir haben mal geguckt, dass wir vielleicht für die Musik haben wir ein paar schöne Beispiele mal aufgebaut. Was gibt es hier für Möglichkeiten? Ja? Das erste ist natürlich Mechanical Sales. Ja? Wir wissen alle, gerade für kleinere Artists, es ist schwierig, Vinyl zu produzieren. Es ist sehr kostenaufwendig, es ist sehr aufwendig in der Erarbeitung, in den Produktionskosten. Aber ich bin hier in der Lage, tatsächlich das Thema Mechanical Sales wieder zu revivalen. Sprechen wir später drüber. Da haben wir ein Produkt, das nennt sich digitales Vinyl, was praktisch wie ein digitales Album funktioniert. Ja. Wir haben den großen Vorteil, dass wir alleine dadurch, dass wir wirkliches Ownership geben können, unseren Fans, sind wir in der Lage, den Wert unserer Inhalte tatsächlich auch wieder zu steigern. Ja. Weil es ist nicht inflationär. Ich hole mir nicht für 10 Euro einen Zugang zu irgendeiner Plattform, wo ich einfach alles hören kann, was ich will, sondern ich bekomme das wirklich. Ja. Und das hat einen Wert, dazu bin ich emotional gebunden und ich kann das später auch wieder verkaufen. Ich bin in der Lage, sehr gut meine doch wieder engeren Fans, wir nennen sie Superfans, zu identifizieren. Ja? Web 2 hat ein bisschen gezeigt in der Kommunikation, in der Social Media. Es gibt natürlich immer alle Follower, ja, und es ist immer ganz wichtig, viele Follower zu haben. Aber wie finde ich denn eigentlich heraus, wer davon jetzt wirklich auch die Leute sind, die wirklich auch interessiert sind an mir, die wirklich engagen mit mir? Ja? Wie bin ich in der Lage, mit denen auch nochmal direkt zu diskutieren, mich direkt mit denen auszutauschen? Da gibt es ganz, ganz tolle Ideen und Entwürfe und auch schon tolle Projekte, die live sind, wo ich in der Lage bin, aus den großen Followern, ja, die irgendwann mal auf das Herzchen geklickt haben oder Follow Me geklickt haben und ab und zu mich in ihrem Newsfeed sehen, hier in der Lage bin, wirklich mit den Leuten oder mit meinen Fans zusammenzuarbeiten, die auch gewillt sind, mich zu supporten. Ja. Ich glaube, gerade auch aus der Pandemie getrieben, ja, gibt es natürlich hier eine große, große Möglichkeit im Metaverse, auch wirklich ein Virtual Live Virtual Life Industry wieder mit teilzunehmen, die natürlich dann auch, ich sag mal, krisensicher ist oder seuchensicher ist, wo ich in der Lage bin, mich als Artist tatsächlich im Metaverse auch als Künstler darzustellen und hier Fan-Experiences zu kreieren wie Konzerte. Ich bin in der Lage, und das darf man auch nicht vergessen, viele Leute denken immer, es muss NFT-Kunst irgendwie gemacht werden. Das ist natürlich nicht richtig. Grundsätzlich können natürlich alle Inhalte, auch alte Kataloginhalte, wiederverarbeitet werden. Ja? Man muss sich dann immer angucken, wie passend ist das? Muss das vielleicht nochmal angepasst werden? Wird dann ein Remix gemacht, etc. Aber ich habe hier natürlich schon nochmal die große, große Möglichkeit, wirklich bestehenden Content wiederzuverwerten. Da kommen wir auch zum nächsten Thema, gerade auch aus dem, wir kennen das alle noch, die Vinyl, wer über den Flohmarkt geht, gibt es immer noch mal einen Stand, zwei Stände mit den Schallplatten. Und ich glaube, das, was wunderschön ist an dieser Technologie, ist, dass ich in der Lage bin, als Artist tatsächlich, wenn ich meine Inhalte oder mein digitales Vinyl verkaufe, ich in der Lage bin, tatsächlich auch an den Weiterverkäufen zu partizipieren. Das heißt, ich bin in der Blockchain in der Lage zu hinterlegen in dem NFT, dass jeder weitere Verkauf, dass ich daran partizipiere, ich zum Beispiel nochmal ein Prozent bekomme. Ja, ich verkaufe das vielleicht ursprünglich mal für 10 Euro, aber vielleicht wird das in den nächsten 10 Jahren noch 100 Mal verkauft zum Durchschnittspreis von 500 Euro. Ja, da kann ich natürlich daran partizipieren. Ja, alles in der Blockchain und automatisiert. Und dann natürlich, wenn wir uns das Metaverse angucken, das als letzter Punkt, gibt es natürlich immer so viele Möglichkeiten und Ideen, wie die Fantasie die auch ausspuckt. Natürlich noch tolle Ideen, was Artists alle oder Musiker auch alles im Metaverse machen können. Ich glaube, hier sehen wir gerade erst noch die Anfänge von dem, was möglich ist. Die Low-Hanging Fruit hier sind natürlich Virtual Performances einfach. Also ich sage jetzt mal virtuelle Konzerte. Aber das ist natürlich nur der Anfang. Ja? Hier gibt es natürlich auch ganz, ganz tolle Ideen und Formate, wie der Artist dem Fan hier begegnen kann und wie er zusätzliche Erfahrungen oder Ereignisse und Erlebnisse für seinen Fan kreieren kann, die ihn noch mehr an ihn binden. Was machen wir eigentlich? Wie sind wir eigentlich aufgebaut als 12x12? Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen ins Doing. Wir haben natürlich ein Verständnis dafür, dass Web3 für viele Leute noch neu ist. Es wird sehr, sehr viel über die Technologie gesprochen. Es wird sehr oft auch verwischt, die Blockchain-Technologie mit Crypto-Payments und dem Trading, das da stattfindet. Ja, und da gibt es natürlich viele Missverständnisse und viele Antriebsschwierigkeiten. Ja, ob das der einzelne Artist ist, ob das Labels sind, Verlage sind. Ja, und das ist die Musik auch nicht die einzige Industrie. Das ist, ich glaube, in der gesamten Bandbreite so. Das heißt, das, was wir machen, wir haben eigentlich so einen kleinen Agentur
Approach, wo wir das 12x12 Studio haben. Das heißt, hier onboarden wir eigentlich Artists. Also Artists oder Labels, die Interesse haben, in Web3 einzusteigen, die kommen zu uns, mit denen reden wir. Wir geben ein bisschen Education, so wie ich das heute auch mit euch mache, und erzähl mal so ein bisschen, wie wird das eigentlich angewandt? Wie sollte man das eigentlich machen? Ja, und versuch so ein bisschen die Komplexität rauszunehmen und dann auch schon mal so die ersten Ideen und die ersten Produkte zu entwickeln. Die können wir dann schön auf unseren Marktplatz packen. Sind eine der großen Prinzipien für uns, dass wir tatsächlich compliant sind und natürlich auch jeglicher Regulation uns unterwerfen, um einfach auch sicherzustellen, dass die Produkte, die wir haben, nachhaltig auch Wert haben. Ja? Wir wollen natürlich nicht, dass das irgendwie ein Bumerang wird, wo dann später mal irgendjemand kommt und da gab es dann ein Copyright Infringement oder die Verkaufsprozesse sind nicht reguliert gewesen, etc. Ja? Wir haben eine Plug-and-Drop, nennen wir das, relativ einfaches System, um möglichst einfach zu einem finalen NFT-Drop dann tatsächlich auch zu kommen. Und dann haben wir noch das Frontend, was dann eher an den User oder an den Fan gerichtet ist. Hier ist es sehr wichtig für uns im Web2-Bereich, natürlich im Web2-Bereich in die UX anzulegen, weil das ist das, was die User und die Fans draußen kennen. Das heißt, wir wollen keine Krypto-Prozesse, kein Wallet-Setup, keine Krypto-Payments, sondern wir sagen immer so schön, wir packen Web3-Services und Produkte in ein Web2-Gewand. Ja? Weil das, was uns auch immer so ein bisschen frustriert bei diesen Thematiken, es wird viel zu viel eigentlich über die ganzen, über die Technologie gesprochen und wie die dann wirklich funktioniert und was man da alles beachten muss. Am Ende geht es ja nicht darum, wie die Technologie im Detail funktioniert. Auf jeden Fall, wenn wir dann irgendwann mal in die Mass Adoption gehen und die breite und in die breite Anwendung für wirklich jeden und alle Musikfans, dann muss das einfach funktionieren. Ne? Da muss das eine geile User Experience sein, so wie ich das heute auch kenne. Muss ich ein paar Knöpfe drücken und dann habe ich endlich das, was ich haben wollte. Und zusätzlich dazu bieten wir aber noch das Metaverse mit an. Das Metaverse, weil aus zwei Gründen. Natürlich ist es ein wichtiger Teil als Musiker zu performen. Ja, und da muss ich ihm natürlich im Web 3 auch die Bühne für geben. Die gibt es bei uns mit dazu. Ja, die können wir mit zur Verfügung stellen. Warum machen wir das? Weil auch der Einstieg in Web 3, ob das jetzt Sandbox ist, Decentraland oder Roblox, ja, das ist alles schon sehr, sehr kompliziert, da überhaupt anzukommen, sich da irgendwie zu integrieren. Man muss sogar Geld in die Hand nehmen, eventuell, um da überhaupt irgendwas machen zu können. Und bei uns gibt es einen sehr einfachen Zugang. Ja, wo wir dir natürlich dann auch helfen können als Künstler oder als Label, hier einen Auftritt dann auch in der virtuellen Welt stattfinden zu lassen. Ich wollte noch einmal auf den Punkt auch Superfan zurückkommen, weil es gibt natürlich auch viele Studien darüber, was sich die Musikfans wünschen, was ist mit der Gen Z, die sozusagen auf uns zukommt, und wir haben so ein bisschen mal analysiert, wie wir das eigentlich, dieses Artist-Umfeld sehen, ja, und da haben wir den Artist natürlich in der Mitte, wir haben das Bandcap um ihn rum, haben dann die großen Follower, ja, aber die Follower interessieren uns eigentlich gar nicht so sehr im Web 3, sondern was uns wirklich interessiert, ist der Superfan. Und der Superfan, der ist total happy, seinen Artist unterstützen und supporten zu können, wenn man ihm die Möglichkeit dazu gibt. Vor allem, wenn ich ihm exklusive oder sogar individualisierte Inhalte zur Verfügung stellen kann. Er ist gewillt, tatsächlich auch in dem Community-Building mich aktiv zu unterstützen, wenn er dafür rewarded wird. Ja. Er hilft mir auch in der Promotion sogar, also in der Bewerbung vielleicht, und hilft mir, meine Message als Artist nach außen zu holen. Und er ist sogar, wenn das Angebot stimmt, wenn die User Experience stimmt, natürlich auch gerne gewillt, den Artist finanziell zu unterstützen. Wenn wir uns die Produkte angucken, da springe ich jetzt einmal schnell durch, das, was wir anbieten, sind Produkte, wo wir so ein bisschen Leitplanken geben. Ne? Wir wollen auf der einen Seite, ist die Musik ja die Musik. Ja? Und das, was wir nicht machen wollen, ist, wir wollen kein Unternehmen sein, das ein Produkt entwickelt und dann von den Künstlern gerne möchte, dass sie spezifische Inhalte produzieren, um diese Produkte reinzupassen. Sondern wir wollen ja, dass der Artist ist und der Musiker Musiker ist und seine Inhalte produziert und seine Kreativität ausleben kann. Aber wir sind natürlich in einer Welt, wo wir uns auch über die rechtlichen Themen Gedanken machen müssen. Ne? Was ist erlaubt? Was darf ich wie verkaufen? Da gibt es natürlich auch noch viel Unsicherheit im Web3-Bereich mit Blockchain. Und deswegen sind das für uns validierte Rahmenwerke an Produkten, von denen wir wissen, die können wir guten Gewissens anbieten, ja? Und die können wir auch
auf den Marktplatz bringen und verkaufen. Wir haben die unterschiedlichen Frameworks, Produktframeworks für uns mal unterteilt. Da gibt es einmal das Thema Access All Areas. Ja? Access All Areas ist eigentlich, ich sage immer so, all around the artist. Ja? Also da geht es eigentlich um den Künstler. Das heißt, kriege ich nochmal einen Zugang zu ihm, einen One-on-One-Interview vielleicht on Discord, vielleicht nochmal ein Meet and Greet, vielleicht gibt der Artist meine Gästeliste Platz raus, ja? Für die Leute, die diesen Token halten. Das heißt, ich kaufe den Token als Fan, ich gehöre zu einer kleinen Superfan-Community um den Artist herum und habe deswegen den Vorteil, an gewissen Vorzügen zu partizipieren. Das Digital Vinyl Thema, ganz klar, hier geht es um Musik, ja? Hier geht es um Audio-Files, das können entweder Pre-Releases sein von Singles oder Alben, das können natürlich exklusive Releases sein, das kann aber auch alles sein im Bereich von Samples, Stamps, Remixes, ne? Alles, was so in dem wirklichen Musikbereich ist und auch hier, und das natürlich auch wieder interessant, weil wenn wir uns das angucken, dann sehen wir schon, dass vor allem auch die wirklichen Fans von Artists schon auch gewillt sind, über den Spotify-Beitrag hinaus oder den Plattform-Beitrag hinaus. Ja? Ah. For me it's fine, I can switch. No. But if it's okay for everybody else, I mean, I don't want to do it bilingual, if that's okay. So it's going to take a long time. Ah, okay. I'm so sorry. I didn't know. Ah, okay. No. For me, it's fine. Okay. So digital vinyl, all about audio files. It's also a little bit the idea of the B-side, you know, being able as an artist to really produce the music the way that you want to produce it and being able to monetize it and distribute it to the people who really care about this, right? Then we have Fanix. Fanix is all about metaverse experiences. So in the first step, obviously, it's just a virtual performance stage, but later on can be anything. Can be anything as a virtual experience, a treasure hunt, it can be meetups, meet and greets, you can play together with your fans, you can do any sorts of adventures you can live through and experiences that you can create. We're not there yet, right? So there's a lot to still to find out. But for us, most important is virtual live industry, yeah? Enable musicians and the music industry to take part in that. On the right side, we see, so this is all about utility tokens. On the right side, we see security tokens. This is a very much heavier part in when it comes to legal, financial laws, regulations, and all that kind of stuff. We have two different frameworks that we see here. One is 1,000 Fans. This is really about the reward and support system of an artist and the fans. So, help me now to finance my project. I'll give you some shares of the revenues that I make with that in the future. And on the other hand, with more established artists or more successful artists, can also be, hey guys, you brought me here. I want to reward you. You get some shares from my future album and the earnings that I make with that. And obviously, Music Invest on top of that, which is more financially driven. A larger financial instrument for really investing in music as an asset. So when I look at all those products that I have, what am I going to do with that as an artist? So what we do is, I think earlier when we talked about what 12 by 12 is and the architecture a little bit, we were talking about the 12 by 12 studio. So this is where we onboard the artist, and what we create there is basically a campaign. Yeah. What we try to make artists understand is that Web3 and everything around metaverse and NFTs and blockchain and creator economy, it's just going to be an additional distribution channel for you. Yeah, there is no secret sauce to that. I mean, there's new ways of thinking around this, obviously, right? And you have to understand the possibilities and the laws a little bit around that and what you need to do. But at the end, it's... As music moved from analog to digital, they're going to move from digital to Web3, right? It's basically the same thing, just a few new rules. So what we do is we look at what we call artist cycle.
right? So there's always like a, there's a certain amount of time where an artist comes and has a certain story to tell, right? Could be a new album, maybe he's evolving to a different kind of artist, maybe he does a tour, et cetera, et cetera. Maybe he works with somebody else together, maybe he does something with a fashion brand or something else, right? So there's always a story to tell for an artist, right? And we look at this story, yeah? What we always want to avoid is don't start to tell a new story just because of NFT and Web3. Doesn't make any sense, right? Take what you have, your true story that you want to talk about. Look at what you do in real life and in Web2, and we help you understand how you can enter Web3 and help Web3 support your Web2 endeavors and vice versa. So what we do basically is in this artist cycle moving forward, there's different stuff that's happening, right? So there's releases from single tracks or an album track, there's remixes coming out, there's concerts coming out, you do a tour or you're on a festival, there's maybe artist projects which are aside from music, maybe you're a painter as well, or you do something with a friend painter or whatnot. Maybe you do something with a different brand, maybe you have something like a product line that you maybe do pizza or a tea or whatnot, right? And also, there is the moment where you produce your stuff, where you start your artist cycle in the very beginning. And in this very beginning also, you already need to start thinking about Web3. The same as you consider everything in your production in Web2 right now, during your production cycle, in the studio, in the materials that you produce, the shootings that you do, the videos that you do, you need to think about Web3. What are the things that I need for that, right? Do I do pre-listening sessions with my super fan community and allow them to listen in when I'm in the studio? Yeah. Maybe I offer them meet and greets. Maybe I do a metaverse concert promoting my new album and give the tickets out for free. Yeah, easy going. Nobody needs to go anywhere. It's very easy, convenient from your sofa, a click, and I'm there. And I can share this experience with all my friends online. So, and this is what we basically do at the end, building this building this campaign with our artists in order just to support the story they are telling the world anyhow. And I think I need to look at this. Yeah, Q&A. I just wanted to let you know, for everybody who is a fan of Drei Fragezeichen, we do a great, great project at the moment. We're almost sold out, but whoever wants to grab one of the NFTs, please scan the QR code and get your NFT. But no worries, we have the next drop on Monday and a single release from a great German rapper also this afternoon. But I think what I would love to do is open the stage for some questions, if there are any. So, I think it's a very good question. I'm just going to repeat the question quickly for our online audience. So the question was, how do we calculate or set the price actually that we sell an NFT for? And maybe I would add to this also, what is my supply that I make available, right? Because it's depending directly with each other. I think it's a very difficult and good question, right? So I think there's many components that you have to consider, right? So I think one is how big is the super fan community of the artist, right? Compared to this engaging community that the artist has, how much supply are you willing to give away, right? So it's all about demand, supply and demand, right? So you also have to think about who are your super fans, right? Are you somebody who only has millionaires as super fans? This should give you an indication you can pump up the price a little bit, right? Is that not the case? And maybe rather the opposite, right? You should brighten the supply, right? And go a little bit lower with the price. Also, I think you have to understand what market you are,
right? I think right now at the moment, Web3, German-speaking markets, very challenging still, right? There's a lot of people who just, it's maybe a German angst thing, you know, just say like, what is this crypto trading? It's all Ponzi schemes and people trying to roll me over and. So there's a lot of education and convincing still to be done. So if you want to get my recommendation, I would always say start with small supply and small price and just give it a try. Right? So if you you can try it out several times, right? If you really communicate with your super fans and you tell them what are you doing and how you're doing it, people will understand. We see this on our Discord, right? We're not having a perfect product, you know, we have also our problems, but we always communicate transparently over it. We try to tell the people what we're trying to achieve, you know, and how they also can help us. Right, so I think as long as we do this and don't try to make the quick money, but try to establish a sustainable community, you know, that is willing to thrive and work together, I think then there is nothing you can do wrong when you go in with a small supply and low price. Yeah. Yeah. Good question also. I'm just going to repeat it. So I think the question is all around if I'm a musician, you know, music is always very difficult to visually present online. So NFT, obviously, and everything that you see on the big marketplaces is driven by visuals and 3D renderings and GIFs and whatnot. And obviously, it's very difficult to compete with that, right? So, no, of course, yeah. But here again, right? I think people start to think too big, right? So you have your fans, talk to them, right? What are you interested in? You want a high resolution? You want to have the stamps? You want to do something with the tracks that I produce? What are you interested in? You want to have a one-on-one with me? You want to be able to be part of a secret concert? You know, so there's so much more things than the visuals, right? I mean, in the end, I think this is going to normalize. Right, it's just the how it all started, right? Because it's visual. But I think what's much more important is to look at the utilities, right? Next to the content that I get, what are the extra benefits that I'm giving my fans? Yeah, I think when you look at the big marketplaces and the good and the successful projects, right? So these are all projects who build their community before they do anything, right? So they're already there, they create their great artwork, right? But they sell it to the people that they already know they're going to sell it, right? And this is a little bit the same thing that an artist would need to do also. It's not going to be 10,000, it's not going to be 5,000 euros a piece, right? But you can start somewhere. Right, and start the journey and be one of the first moving into the space and leverage the advantages that are in there. And I think I would always go away from trying to compete visually with the big marketplaces. I would always do my research and see where do I feel, you know, good at home as a marketplace. You know, we're not the only music marketplace. There's several others also, right? Where do I feel comfortable? You know. Where do I think I have overflows and interpolation maybe with other fans, right? So maybe where can I take advantage of the community that's already with the marketplace? I would look at that, right? And because I don't need to go to a big marketplace,
You know, I'll swallow up in there, you know, and the people that are on there are not interested in my stuff anyhow, right? So why would I need to go there, right? So, yeah, that would be my advice. Yes. We have our own marketplace. So if you're a musician, you're very much welcomed to get in contact with us, and we can drop your NFT on our marketplace. Yeah. I think, I mean, we understand that that obviously a lot of I need to. Okay, how much time do I have? I repeat the question. Yeah, so just understanding a little bit what the fee structure are, you know. So how do we make money? So I think when you look at Web 2 and Web 3, Web 3 is really it's about quantity, right? So our game is taking few shares, you know, and hoping that this will attract a lot of people coming us. We will provide a secondary market, and therefore we'll earn with every transaction. There's a small transaction fee for everything that's happening on our marketplace. As the 12 by 12 studio, obviously we have, there is consultation and there's agency work that needs to be done. We're pretty good trained in that. So we can do this pretty quickly. And we also understand that art—it's very difficult, you know, for artists to invest the money. So there's a good chance, if this is a project that we want to support, that we just do it for free, and then we find a deal on maybe we get a little bit of a bigger percentage on the drop that you do with your album, right? Because we understand that artists usually don't have the upfront money. All right. Or yeah, another question. Good. Yeah, no worries, no worries. I think there is different layers. I'm going to answer the question. Sorry, repeat the question. So the question was about all around legal terms, contracts, and all that kind of stuff. You know, when I'm as an individual selling NFTs to another individual via a marketplace, how am I going to take care of that? You know, how can I protect myself, my rights? Also, you know, also very good question. I think this is very, very difficult and challenging for a lot of artists, not only single artists, also for labels and publishers and whatnot. And there's different layers to that, right? So it really, I think the first step is, and Jan, my CEO and co-founder, could say a lot more to that. So I hope he's not going to kill me afterwards for what I'm saying here. But I think, first of all, you have to, I think, like from the slide, right? So there is... you would need to go with a lawyer if you do it really individual and you do it on a marketplace that you don't have any contact with, right? Because you will need to look at the marketplace terms and conditions, understand if you are okay with them, you know, and you might need to add your own sales contract to that, you know, to really make sure that, you know, everything is clarified and that you can protect your own asset, you know. What we do is all the products that we have created in our product portfolio, when you work within those guidelines, right, there's all legal stuff is checked out basically for you, right? So if you come to us, you can try, we can talk about the different products. You just, you come to us, we discuss what is the content, what kind of utilities, what are you able to provide. We have all the contracts ready as a template, ready to go. You can go through them. If you have questions, we discuss them, you sign them, and then you're ready to go. Yeah. Also, one of the services that we offer, because we know what a big hurdle that is, and also there's a lot of concerns, obviously, around this with usage of content online. Yeah.
But yes, if you do it on a, let's say, like independent marketplace where you just go make your account, load some stuff up, I would always advise you to at least talk to a copyright lawyer, you know, and get some consultation. All right. I think we're coming to an end. All right. I think there's probably no virtual questions or no possibility to have them asked. Okay, good. So if there are any questions, please reach out to me. Other than that, have a great day here at the Waves conference and festival. I was super happy to talk to you and hope to see you soon next time. Bye-bye. Ich bin der Schlüsselmacher. Aber ich mache nicht einfach nur Schlüssel. Ich verschaffe dir Zugang zu den besten Geschichten der Welt. Denn meine Schlüssel bringen dich überall hin und können alles mit dir machen. Ist der hier für dich? Unlock great stories. Canal Plus. Stream großartige europäische Serien und Filme.